Wenn es draußen nur noch 5 Grad hat, verbringe ich meine Zeit gern zu Hause unter einer warmen Decke. Das ist ein Luxus, den sich die AktivistInnen in der Lobau nicht leisten. Was ich gerne hätte! Also freie Städte! Statt unter warmen Decken verbringen sie die Nächte nämlich in Zelten. Wir sind hier! Wir sind da! Weil ihr nicht auf Straße fahrt! Ich bin hier im Protestcamp in Hirschstetten, wo seit 2 Monaten von bis zu 100 Menschen Tag und Nacht gegen den Bau der neuen Stadtstraße demonstriert wird. Ich treffe jetzt gleich Lena. Sie hat das Ganze hier mitorganisiert. Hallo Lena. Hi. Viele Leute werden sich fragen, warum campt ihr da für eine Straße? Wen interessiert's? Seit knapp 3 Jahrzehnten wird hier die neue Wiener Stadtstraße geplant. Sie soll Verkehrsentlastung bringen und Wohngebiete erschließen. Nicht zeitgemäß, sagt die Kritik. Mehr Straßen, mehr Verkehr und auch sonst nicht gut für die Umwelt. Wir haben die Gesellschaft und die Welt, in der wir jetzt leben, in der wir uns mit Naturkatastrophen beschäftigen müssen, bis hierhin geschaffen. Und wenn wir jetzt diese Straßen bauen und weitermachen, dann haben wir Wahrheit keine Chance mehr. Wir wollen nicht die abgehobenen Klimakids sein, die irgendwie in Wien hocken und sagen, ey, Stadtstraße ist eh blöd, sondern wir meinen es ernst und wir wollen mit euch gemeinsam kämpfen. Lena ist 20, Studentin und Tanzlehrerin, aber hauptsächlich ist sie Aktivistin. Sie hat das Protestcamp angemeldet. Da links vorne gleich das erste, das wir sehen, ist das Infozelt. Rechts ist die Feuerstelle, die extrem wichtig ist, vor allem in der Nacht. Hier ist quasi so ein bisschen der Arbeitsplatz, wo auch Uni-Vorlesungen angeschaut werden. Und wichtigste ist die Kaffeemaschine und so eine kleine Auswahl an Frühstück. Wie schaut der Alltag hier im Camp aus? Es beginnt damit, dass man meistens sehr, sehr früh aufsteht, weil es extrem kalt ist in der Nacht. Also 3 Pullis und 4 Paar Hosen und ein Schlafsack. Und dann geht es oft ein gemeinsames Frühstück in der Sonne, Morgenplenum, dann irgendwie versuchen, Uni-Vorlesungen unterzukriegen. Es muss gekocht werden, es muss geschaut werden, dass alle Leute sich hier wohlfühlen, es muss geschaut werden, dass einfach alles da ist, was man nun mal zum Leben braucht. Und gerade am Anfang war das viel Arbeit mit überlegen, wie man Strom herkriegt, wie man Wasserleitungen herkriegt, damit man hier überhaupt irgendwie leben kann. Und ich glaube, das ist uns ganz gut geglückt. Auf mich wirkt das Camp wirklich fast wie ein kleines Dorf. Für Lena ist es ein Symbol für den Widerstand gegen die Stadtstraße und ein Ausgangspunkt für die Proteste. Aktivismus kann schon sein, auf eine Demo gehen. Aktivismus kann sein, im kleinen Kreis mit seinen Eltern über Dinge reden. Aber Aktivismus kann auch ziviler Ungehorsam sein und sich Baggern in den Weg setzen, wenn es sein muss. Philipp Knopp ist Protestforscher und erklärt, warum bewusst gesetzliche Grenzen überschritten werden. Die Besetzungen in der Lobau sind zum Beispiel eine Form des zivilen Ungehorsams, bei denen Aktivistinnen ganz bewusst das Eigentum verletzen, um für eine klimagerechte Gesellschaft einzutreten. Genau das passiert in den Baustellenbesetzungen abseits von Lenas Basislager. Das ist die erste Baustelle, die besetzt wurde. Und das ist quasi der Eingang und das Tor, das Portal. Man sieht Betreten der Baustelle für Polizistinnen verboten. Wir sind hier jetzt mittlerweile auf Gelände, auf dem es nicht mehr legal ist zu sein. Das ist quasi ein kleines Tiny House, das gebaut wurde, damit Leute hier auch wohnen können. Das da drüben ist ein Drypod. Das sind nicht einfach 3 Stangen. Das ist quasi, um Besetzungen sicher zu machen. Da kann man sich da oben drauf hängen und dann kann die Polizei das nicht räumen, sondern muss Kletterkorbs holen und muss quasi runterschneiden. Von besetzten Baustellen über Volksbegehren bis hin zu politischen Umstürzen. Aktivismus spielt in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle. Man kann vielleicht sagen, dass unsere europäischen Demokratien auf Aktivismus, auf Protesten aufbauen. Weil zum Beispiel in der Französischen Revolution haben sich Menschen zusammengeschlossen, um dafür einzutreten, mitbestimmen zu dürfen. In der Französischen Revolution wurde ein Königreich zur Republik. Das ist lang her, klar. Aber noch immer gibt es wichtige Proteste. Zum Beispiel wurde in den 1970er Jahren die Inbetriebnahme vom Atomkraftwerk Zwentendorf gestoppt, in den 80er Jahren in der Hainburger Au ein umstrittenes Wasserkraftwerk verhindert und die Uni-Brennbewegung von 2009 und 2010 hat eine große Diskussion über Bildungspolitik angestoßen. All diese Proteste konnten nur stattfinden, weil viele Menschen mit ähnlichen Interessen sich zusammengetan haben. Die Klimakrise ist tatsächlich eine Krise, die so bedrohlich ist, dass man sich, und ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir alleine an dieses Riesenproblem denken, super ohnmächtig fühlt. Wenn man sich so alleine fühlt, geht man plötzlich irgendwo hin und merkt, hey, das sind viele Menschen, die genauso denken wie ich oder die auch was bewegen wollen. Oft denkt man gar nicht genauso, aber die auch was bewegen wollen. Und dann muss man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner berufen und sich überlegen, okay, wir haben ein gemeinsames Ziel und dafür muss alles andere überbrückt werden.
Lena ist längst nicht mehr allein. Am Anfang dachte ich mir, ich mache da jetzt mal mit, aber ob wir das verhindern, weiß ich nicht. Ich bin sehr zuversichtlich, weil die Leute hier mega motiviert sind und wir bleiben. Aber mittlerweile bin ich ziemlich optimistisch, weil ich halt sehe, wie viel Unterstützung wir kriegen. Bei der Stadtstraße, die kommt erst, wenn die ersten Autos drüber fahren. Bis dahin ist noch nichts verloren. Wir schaffen das. Das Engagement und die Leidenschaft von Lena und ihren MitstreiterInnen finde ich wirklich beeindruckend. Schon längst hätten hier eigentlich die Bauvorbereitungen für die Stadtstraße beginnen sollen, aber nur durch ihre Anwesenheit halten sie die Bagger noch immer auf. Und die Vorbereitungen für die Wintermonate haben auch schon begonnen. Ich sag mindestens 10-mal am Tag, ich will nicht mehr. Und dann macht man aber weiter, weil man muss. Ich glaube, es ist gar keine Frage von, ob man noch will, sondern es ist, wir machen das ja nicht als Spaß und ich glaube, das ist ein grobes Missverständnis. Ich mache das nicht, weil ich es so lustig finde, sondern ich mache das, weil ich weiß, dass wir einen Unterschied machen können und müssen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wofür ihr findet, dass man sich einsetzen sollte. Ich sag Lubau und ihr sagt bleib. Lubau! Bleib! Lubau! Bleib! Lubau, Lubau, Lubau! Bleib, bleib! Um feministischen Aktivismus im männerfreien Schwimmbad geht es in diesem Video. Und für noch andere Themen abonniert uns am besten gleich hier.